So, 2 Minuten noch Shutdown. Ja, was leicht denn das? Ich hab's kaputt gemacht. Naja. So, na komm. Lass mich endlich das an. Ups. Schon genau mitgenommen. Nächste sind noch 2. Die ist mir egal. So. Na also. Im Wasser will ich eigentlich nicht kämpfen, also dann ist es okay. Obwohl, ich kann mich ja überall hin bewegen, also eigentlich. Eigentlich gut. Sind wirklich meine Buffs alle schon weg, aber na gut. Lieber, wenn ich Zeit habe, einen Zwang zu kaufen. Ja. Das sieht da schon mal gut aus. Herzen, perfekt. Mehr damit. Ja, dann sammeln sich die da unten an, wenn ich welche verpasse. Ich will mir die einfach nur holen, dass ich dann mal runterkomme. Komme ich nicht dabei. So, jetzt einmal. Mehr Leben bitte. H drücken, wenn ich kein Leben mehr habe, nicht vergessen. Kann ich ja selbst auch regeln. Bist du der Letzte? Scheinbar. Um Lebensbalken nachzuurteilen. So. War zwar jetzt nicht mehr mit den Buffs, aber trotzdem. Easy peasy hinbekommen. So. Und da jedes Mal ein Meteorit, wenn ich den besiege? Das ist das Tolle, das ist ein Burger. Okay, nice. Natürlich auch mal essen können. Naja, da habe ich eine Damage-Maske gekriegt am Anfang beim ersten Kampf. Aber jetzt scheinbar eine schmerzhafte oder wie auch immer. 16 Gold auch noch, sehr gut. Es gibt ja auch Schwerter, die Licht machen, da freue ich mich schon drauf. Wenn ich die hab. Oder wenn ich die Altare abbauen kann. So, dann gehen wir mal nach Hause. Dann kann ich mit dem Dämonit-Erz. Und den Scales auch schon was Tolles machen. Ah, okay, jetzt habe ich da von denen, aber es fliegt mir trotzdem eins nach. Schade. Aber egal, ich werde wohl eins weggeben. Purple Ass Block. Okay. Ah, bei Baron wollte ich noch schauen. Ja, noch ein paar mit, stimmt. Kann ich die nur bei dem. Ach ne, kann ich hier auch, okay. Schattenhelm 676 565. Also mal 3 Defense
höher. 7% increased melee speed. Wie jetzt, Facet Bonus oder einfach so. Bei jedem einzelnen von den Dingen. 15 Skills, 20, 10. Das geht sich locker aus, damit ich mal die alle holen kann. Ich glaube, ich brauche mindestens die Spitzhacke hier, damit ich das Dämonit abbauen kann, oder? Nein, das Corruption-Zeug. Meine ich, oder immer noch nicht? Das ist halt schlauer, was ich jetzt gerade habe. 28, 217, stimmt. Dann ist Dämonit ja gar nicht mehr so toll, wie es aussieht. Also Rüstung wird es reichen. Das habe ich ja schon. Platten-Pickaxe. Ne, das ist ein bisschen schlechter, aber wurscht. Ein Hammer. Der Breaker 24. Damit kann ich, glaube ich, schon die Altare weggeben, oder? Auf zumindest. Ich nehme nicht mehr wieder viel Schaden. 7 Milli Damage 24. Gut, dann würde ich sagen, einfach her mit noch ein paar Waren. Mache ich mich direkt, gehen wir natürlich. Machen wir noch ein paar, haben wir nicht noch irgendwelche? Ja doch, das sind wir noch recht. Also, wir haben noch 42er mal. Okay, also ich will bitte einen Schattenhelm haben. Und so ein Ding. Weil increased mini speed steht da, wie viel speed, average speed steht da. Das sehen wir ja, wie schnell das ist. Jetzt haben wir 20 Verteidigung. Das ist natürlich 17, was wir da runter geht. Mhm. 18. Wird das schneller? Ich hoffe es. 19. Bonus 15% increased movement speed. Aha, aber keine Verteidigung höher. Das heißt, wir haben sehr weniger Verteidigung eigentlich. Aber dafür den Melee Speed, okay. Ah, jetzt haben wir einen coolen Effekt. Ich bin eher ein Melee-Angreifer. Zählt das auch als Melee? Auf zumindest. Achso, nein, das macht ja gar nicht. Melee Damage, aber das mache ich. okay, ja gut. Ja, okay, na, wird schon passen. Wahrscheinlich Fernkampfwaffen wieder und dann Melee Damage, ja, schlitz ey. Das fliegt jetzt schneller, oder was? War das immer schon so? Okay. Das wusste ich nicht. Dass der das auch kann. Und dann, wenn er fertig ist, fliegt er einfach durch die Wand. Trotzdem zu mir. Okay. Gut zu wissen. Na, ist ja was. So. Dann würde ich gerne mal mein Geld loswerden. Wo ist es denn? Achso, nein, das muss ich so sagen. So. So, 78 Gold, sehr gut. Mal hier drucken. Mal hier drucken, perfekt. Rüstung, bitteschön, nimm die. Boah, ich nimm mal. Jetzt hier nehmen. Das Shadow Scale. Ich weiß es nicht. Ich gebe die mal hier rein, oder?
Und schon passen. Genau, den Eberstone Block habe ich nämlich gemeint vorher. Dass ich den abbauen kann, das Block, so. Was geht denn googeln? Das brauche ich eigentlich nicht. Da bin ich gespannt, was ich daraus machen kann. Damaged verkaufe ich, so. Flares gehe ich halt auch mal da rein. Weil es ja Munition ist, so in der Art. Verkaufe ich. Dann gehe ich hier ran. Equipable. Voilà. Mal eine Kiste. Hm? Shop, wie viel kriegt dafür? Ah, ja. 3 Gold für alle. Drumset, Drumsticks. Okay. Interessantes Zeug. So. Und jetzt, Kollege. Sagst du mir, was ich daraus machen kann? Gar nichts. Ah, okay. Die bleibt so. In der Sache Ranged Damage. Gut. Oh, hier, willst du das haben? Gedamaged, kann ich auch nochmal eingeholt. Sind wir schon wieder bei 4 Gold? Super. Ja, Wahnsinn. So. Das brauche ich alles nicht. Nee, nee. Das brauche ich eigentlich auch nicht, das Ding. Aber gut. Nehmen wir es halt. So. Ach, das habe ich immer noch. Warum fragst du mir immer noch? Hat die irgendwas gerüstet? Nee. Okay. Du bleibst einfach an meiner Seite. Okay. So, Meteorit ist gelandet. Sehe ich das gleich direkt auf der Karte? Ich nehme erstmal an. Das da, oder? Ist das von Anfang an so gewesen? Was irgendwie seltsam wäre, meiner Meinung nach. Oder soll ich noch irgendwo was anderes, was wir mit Meteorit ausschauen könnte? Wo Meteorit angeschlagen haben könnte, was man noch sieht so auf der Karte. Und da drüben war ich noch nicht. Ist wirklich da drüben war. Schauen wir einfach mal dort lang. Dann schauen wir mal, ob eins von diesen seltsam aussehenden Gegenden vielleicht der Meteorit war. Ne, das hat nicht funktioniert. Also auch genau da hinschießen, wo ich lande. So, Meteoriterz wäre auch ziemlich nützlich. Es ist aber dabei nur einer gelandet, ist da gestanden. Also. Das wundert mich ein bisschen, weil es war genau nachdem ich das eine Ding erledigt hatte. Und ich dachte, wir können mal gleich eins hatten. So. So, dann kommen wir hier auch raus. Jetzt habe ich einen Leuchtstab geworfen.
Macht aber nichts. Der dritte sollte auch ziemlich gut sein, habe ich gehört. Schön. Ja, das mit Fackeln zuzuklastern. Bringt mich im Leben leider nicht weiter. Das Dorf von da unten irgendwas abzubauen, obwohl ich eigentlich mit dem Cursor da oben bin. Das wäre nett. So. War das da schon auf Gatte? Nein, das war das im Schnee, oder? Aber ich sehe halt hier keinen Meteoriten, sondern einfach nur ein leeres Feld. Aber vielleicht ist das Absicht. Ach, hier ist er. Hier ist er, Sendung. Und hat das Ding schon berühren? Nein, aber schon, okay. Und hier kann ich immer noch nicht durchgraben. Okay, doof. Wie wartest du überhaupt, dass ich da hinkomme? So. Das ist mehr im Schnee anstatt in dem. In den Blöcken, die ich nicht abbauen kann. Solange ich den Meteorit abbauen kann, bin ich happy. Reicht das auch mit der Spitzhacke? Ja, es geht eigentlich. Muss nur schauen, dass ich nicht unabsichtlich so ein Ding da abstehe. Und ich verbrenne. So. So, dass es die Möglichkeit gibt, ja, sogar das zu graben einfach. So, die paar einzelnen lasse ich dabei. So, und dann kann man einfach hier so machen. Da bekommen wir schon alle Stücke, so. Teilweise sterben die mit einem Schlag, teilweise brauche ich zwei, auch nicht so schlimm. Dann holen wir uns ein paar Meteoriten, würde ich sagen. So. Nicht mal einen runter. So, aber gut, dass er mit der Spitzhacke auch gut hin hat. Mal schauen, was man sich bei einem Meteoriten so holen kann. Mit dem Erz von einem Meteoriten. Was ist das hier? Gar kein Erz, wie ich sehe. Das ist einfach nur Meteorit. Okidoki. Soll mir recht sein. So, ich nehme es zwar mal stark, aber
Ist Millispeed da auch einberechnet? Ja, mein spitzhackischer Winger doch, oder? Theoretisch natürlich schon. Aber man weiß ja nie, der Terrarian. So, sind schon wieder die Worker, die ich nicht abbauen kann. Ja, nice. Passt. Habe ich dafür auch ein Banner, oder? So, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. So. Weg mit euch. Ich weiß noch nicht, warum mir das Ding immer noch folgt. So, dann, da waren es noch zwei Meteoriten. Also nicht so, wenn ich eine bestimmte Anzahl. Oh, hi. Na, was sagt man euch? Ihr wollt mir doch keinen Ärger machen, oder? Fest. Sobald ich eine bestimmte Menge abgebaut habe, sollten die Viecher ja nicht mehr spawnen, glaube ich. Glaube ich noch zu wissen. Na gut, das kann ich vergessen. Ein Meteorit ist gelandet, da jetzt. Okay. So, ich versuche noch so viel wie es geht. Okay, kann ich auch in die andere Richtung machen, sehr gut. Kommen jetzt nämlich alle von dort. Das reicht mir mit euch. So, Blöcke, Blöcke, Blöcke oder Saal von mir aus. Erst ganz offen. Macht jetzt die Fackel wieder an. So. Wow, wie toll ich das mache. Ich bin von mir selbst beeindruckt. So, na los, darfst du spawnen. Das war echt langsam. So. Müssen die Viecher eigentlich bald weg sein. So. So. Na zu mir. Was ist dein Plan? So, ah, jetzt sind sie weg. Ja, jetzt haben wir es scheinbar. Jetzt sind wir scheinbar losgeworden.
Dass ich da nicht hin kann, ne? Acht. Was habe ich verdient? So. Gut. Den Rest brauche ich ja nicht unbedingt. Ja genau, Fackel nehmen wir schnell, damit ich was sehe. Nein, komm her. Okay. Wie viele Meteoriten habe ich jetzt mittlerweile schon? Ah ja, habe ich wirklich so ein Ding. 377. Okay. Das soll das natürlich gar nicht empfinden. So. Okay. Wow. Dann mal gucken. Meteoritenbarren. 3 nur. Was? Dann kommen wir hier über 100 Barren raus. Damit mache ich mir dann eine Space Gun. Ja, geil. 5 Defense, Magic Damage. Ja, 5, 6, 5. Defense meine ich. 5, 6, 5 ist jetzt nicht so gut. Passt, dann mache ich den nicht machen. So, 60% Hammer. Gedöns. Schön, den Hammer habe ich mir vorher nicht gemacht. Ach ja, das ist diese Hammer-Axt, die beides bringt. 100% Axe-Power und Hammer-Power. Ah, Scale bauen wir dann auch, ne? Ne, dann nicht. X 75 und die hat dann 100 und ist sogar ein Hammer 60. Gerade nehmen wir Scaler mit. So. Dass ich klar aus erster Hand nachschauen kann hier. The Breaker, hier ist er. 55% Hammer Power. Der macht zwar nicht so viel Schaden. Aber, Alter, das ist so ein gutes Ding. Ich muss mal aber machen. Barky klingt nicht so gut. Minus hat man dann Speed. Okay, Speed brauche ich eigentlich nicht dafür. Damage, Size und Knockback. Gut. Ah. Ah, ist wirklich nicht so schnell, aber. Kann ich einen Vergleich nehmen noch schnell. Das ist die alte Axt mit einer super tollen. Verzauberung sozusagen. Das hat dafür 5 Schläge. 6 Schläge, aber sie gehen schneller. Ja, okay, das ist ja wurscht. Kann man nichts machen, die kann ich ja später verbessern. Jetzt werde ich mir erstmal so einen tollen Banner aufhängen, und zwar eins hier drüben. Okidoki. Habe ich einen anderen Banner? Habe ich die überhaupt noch? Die habe ich verkauft eher. Weil ich sie nicht brauche, stimmt. Alles weg. Moni, das Ding, Meteoriten, die Meteoriten, die gehen wir hier ran. Die werden wir verkaufen, das Ding werden wir verkaufen. Hey Frank, hier. Braucht das Ding nicht mehr, das ist sowieso nicht. Super, ein Meteoriten-Clean hat anscheinend nichts gebracht. So.
passt. Ich könnte mir noch mehr Meteoriten holen. Aber wozu? Wo ist mein Honig? Ein Giant Beehive, den haben wir eh schon gefunden. Ich glaube, da gibt es einen Bienenboss. Aber ich weiß noch nicht, wie wir den. Wie ich den herlocken kann. So, jetzt machen wir noch den Baum. Gibt es noch nicht diese tollen Inseln? Ja, ich brauchte halt diese Dinger, mit denen ich fliegen kann und so weiter. Da haben wir schon einen tollen Ding aufgedeckt hier. Tollen Bereich. So, achso, ja, der eine Axt. Da brauche ich nicht mehr. Ich würde es mir schon gerne behalten, weil es halt die beste Verzauberung hat, sozusagen. So, noch irgendwo riesige Bäume, dann ganz weit weg. Da gibt es noch drei große Bäume, okay. Gut, behalte ich mal, habe ich gesagt. Okay, machen wir, kein Problem. Ich habe das aber auch bewaffnet, macht jetzt nichts. So. Jetzt habe ich halt einen Platz mehr hier oben. Kann ich meine Angel immer herumlassen. Sehr schön. Ganz toll. Ich kann natürlich auch das Ding verwenden. Nehmen wir das mal drauf. So. Mal auch abgrasen. Natürlich. Oh, ein Apfel. Nett. So, ja, dann werde ich dann hier noch Holz abfarmen hier. Und dann auch schon langsam Schluss machen. Dann schaue ich, dass ich da noch ein bisschen was tue. Dann schauen wir uns morgen an, wo denn das Wetter. Meteorit sein könnte. Und dann schauen wir uns den Dschungel, glaube ich, nochmal genauer an. Ich glaube, das klingt ganz gut. So, alles weg, also der Apfel, der kommt natürlich hier an. Wir müssen hier mal wieder Höhlen hier durchsuchen und so weiter. Gut, jetzt haben wir hier viel mehr Platz. Ein paar neue Waffen, weil wir Bienen abschießen müssen. Natürlich auch das Ding nehmen. Zum Glück zerstört das Holz nicht. Killer war ich. Nee, so. Okay, dann lasse ich es für heute und danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier weitergeht und wir weitere spannende Sachen machen. Puh, die Honigbienenkönigin-Dingens hier zum Beispiel bekämpfen. Dann können sie auch tolle Sachen machen. Wir kommen hoffentlich bald eine Goblin-Invasion, damit wir deine Goblin-Typen hier befreien können. Jo, und auch für heute ist mal Schluss. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Jetzt muss ich aber leider wegnehmen, was drin ist. Also tschüssi!